Also, ja, der Kunde ist überzeugt zum guten Schluss und man fängt aber immer wieder bei Null an, oder wie ist das? Ja, also, wenn die Kunden erfahren sind, dann klappt das ganz gut beim zweiten Mal. Aber wir machen schon immer kleine Tutorials, dass wir praktisch im Vorfeld dann versuchen, die Leute darauf hinzuleiten. Aber man hat wirklich Schwierigkeiten, weil es oft einfach der Bauch, Film ist Medium, das durch den Bauch geht, nicht durch den Kopf. Können Sie reden, so viel Sie wollen. Ja? Sobald Sie es dann einmal sehen, dann setzt so ein Unbehagen ein. Aber es ist dann auch eine Frage des Vertrauens. Man kann meistens dann mit Referenzprojekten dann schon sagen, damals hat es auch so ausgesehen, am Ende des Tages wird alles gut. Aber es ist schon dieses Frappieren, das fast immer das Gleiche ist. Ja. Immer fast immer die gleiche Reaktion. Ja, für mich war frappierend, und das ist ja, ich denke jetzt über Titel nach, die Sie vielleicht alle kennen, also so ein Film wie Die wunderbare Welt der Amelie ist natürlich mitnichten irgendwie in Paris gedreht worden, sondern irgendwie in Hürth im Studio bei Köln. Das hatte was mit der Finanzierung zu tun. Dort ist, Sie werden es besser wissen, Herr Platten, aber da ist eine sehr gelungene Mischung doch passiert zwischen digital und real. Ja, sicher. Also es wurde natürlich schon ein Teil auch in Paris gedreht, davon abgesehen. Aber das sagte ich ja vorhin schon, also es wird aus meiner Sicht sicherlich zukünftig so sein, dass man diese beiden unterschiedlichen Gattungen näher zueinander bringen. Das heißt, die digitale Set-Ergänzung, dieses Stichwort, das wird mit Sicherheit mehr und mehr kommen, und es macht ja auch Sinn letztendlich, das muss man ja wirklich so sagen. Wir brauchen ja heutzutage nicht mehr, wie das in den 20er Jahren noch der Fall war, wenn wir ein großes fünfstöckiges Haus in Pariser Vorort zeigen wollten, dann wurde das damals auf Freigelände Studios gebaut, alle fünf Stockwerke. Das braucht man heute nicht mehr. Und noch dazu ist das in einer Totale gerade mal 5 Sekunden sichtbar. Da fragt man sich natürlich, wozu dieser Aufwand. Heute wird es so gemacht, wir bauen dann das Erdgeschoss. Also wie ich vorhin schon sagte, der Schauspieler braucht eben einen realen Raum um sich herum. Wir bauen das Erdgeschoss und die restlichen 4 Stockwerke können dann von mir aus auch gerne über CGI, also über computergenerierte Bilder, oben drauf gesetzt werden. Da habe ich überhaupt keinen falschen Ehrgeiz. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig nach wie vor, und das ist natürlich jetzt speziell im Spielfilmbereich so, dass man die Schauspieler unterstützt in ihrem Spiel, weil es kommt nicht auf die Kameraarbeit an, es kommt wenig auf das Szenenbild an, es kommt wenig auf den Cutter, auf Songs, auf Musik. Alles spielt zusammen, natürlich, klar. Aber wenn der Schauspieler nicht gut ist, dann kann man das alles vergessen. Und wenn die Geschichte nicht gut ist, dann ist das recht. Stimmt alles? Nee, kein, aber nicht meine Ahnung. Das war ein Phänomen, es gab neulich die FMX in Stuttgart, und zwar auf der FMX, das ist eine Fachmesse für digitale Bildbearbeitung. Man kann eigentlich sagen, mit die beste auf der Welt, würde ich mal fast behaupten, oder? Heute mal, ja, eine der zwei Messen. Und gab es einen Fachvortrag über die Entstehungsgeschichte von Avatar. Ja? Und Avatar kennt jeder, Avatar ist ein Quantensprung, ja? James Cameron ist bekannt dafür, dass er alle paar Jahre das Kino auf irgendeine Art und Weise revolutioniert. Das Interessante ist, für mich war, als ich den Film gesehen habe, also nochmal zum Thema Schauspiel, Stereoskopie, also die 3D-Effekte sind imposant, alles schön und gut und so, aber was mich so ein bisschen umgehauen hat, war, bei dem Making-of hat man gesehen, wie der Film gemacht wurde, und zwar ist es so ein Motion Capturing, das heißt, da laufen dann Schauspieler rum, bewegen sich, und die bewegen sich in mehr oder weniger nackten Raum, ja, und die Bewegungen werden aufgezeichnet und später wird das alles in dieses digitale Setting übertragen. Was aber interessant war, man hat die Schauspieler spielen sehen, es waren noch echte Schauspieler. Die Mimik und Gestik der Schauspieler war lange nicht so expressiv und einprägsam wie die der Avatare. Und das war das, was mich als Regisseur, der ich auch der Meinung bin, das Wichtigste ist der Schauspieler, an dem Film am meisten geflasht hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Dass es das erste Mal war, dass ich gesehen habe, dass da jemand, ein Charakter, der Mensch sein soll oder was Menschenähnliches, besser agiert oder für mich eingänglicher agiert als das Original. Und das ist eigentlich für mich der wahre Quantensprung in diesem Film. Ja. Unabhängig davon, dass dieses Stereoskopie-Thema extrem ist, aber es ist eigentlich ja nicht wirklich neu und nur ein Mittel zum Zweck. Aber
da dachte ich immer so, hoppla, ja, wenn das so weitergeht, dann, dann hat man vielleicht bald wirklich keine Schauspieler mehr aus Fleisch und Blut. Ja. Aber vielleicht hatten die das auch im Kopf und haben gesagt, wir machen das einfach nicht so gut. Wer weiß. Aber, ja, aber bei Avatar war ja auch das Interessante, dass das plötzlich so eine Art ja, Gesellschaftsthema war. Das heißt, es sind ganz viele Leute auch ins Kino gegangen, die normalerweise gar nicht ins Kino gehen. Das lag sicherlich mehr an den vordergründigen Sachen wie Stereoskopie und so. Aber so beim genauen Hinschauen fand ich eigentlich das Faszinierende, tatsächlich die Charakter. Aber was mir so aufgefallen ist, und das müssten Sie beide jetzt vielleicht nochmal bestätigen oder in Frage stellen, ich denke, Sie beide in Anführungszeichen vereinsamen immer mehr in dem, was Sie tun, während ich glaube, die vielen, die sitzen nachher nur noch vor dem PC. Früher war Film ja sowas, wo man wirklich in einer großen Gruppe und Gruppendynamik gearbeitet hat. Ich frage, wo man vereinsamt, vor dem PC oder dann doch vielleicht nicht, wenn man mit Kollegen zusammen versucht, ein Set zu erarbeiten. Ja, also wir arbeiten zusammen, da sitzt jeder vor seinem PC, dann sind wir vielleicht vervideochattet unter Umständen, dass wir uns Files noch hin und her schieben, weil wir sind zwar jetzt sehr schnell geworden durch die Computergeschichten, aber jeder sitzt in seinem eigenen Studio, wir müssen nicht mehr zusammen in einem Komplex sitzen. Vereinsamt, ja, das kann durchaus vorkommen. Nachts ist es am ruhigsten. Wobei, also Musiker sind ja, also alle meine Musiker, mit denen ich zusammenarbeite, die klagen darüber so ein bisschen. Aber ich glaube, dass es, seit es die Computermusik gibt, dann sitzen die halt im stillen Kämmerlein und komponieren. Ja, also das ist immer so ein bisschen bitter. Aber auf der anderen Seite, was ich vielleicht noch abschließend zu dem Thema sagen wollte, die Leute wie Klaus-Peter Platten sind, also die, selbst wenn es digital generiert wird, es ist ja nur die Herstellung, ja, aber ich brauche diesen Raum genauso. Aktuelles Beispiel, wir konzipieren gerade einen Film, wo wir wirklich überlegen, wir brauchen große Räumlichkeiten, historische, große Gemäuer, 3 Minuten langer Film. Kann ich den real drehen? Geht fast nicht, weil ich die Location nicht bekomme. Mache ich den digital, drehe vor blau, mache das Gebäude im Hintergrund echt. Die nächste Frage ist, wie sieht das Gebäude aus? Ups, bin ich wieder beim Szenografen, den ich dann halt brauche, der eine andere Arbeitsaufgabe vielleicht hat, aber die Probleme sind natürlich die gleichen, ist nur das Doing. Was anders ist. Und dann muss man natürlich auch noch darüber nachdenken, dass heute bei den Studios zumindest eine große Einnahmequelle die ehemaligen großen Filmsets sind, durch die immer noch gefahren wird. Das stimmt, ja. Allerdings, ja. Also besonders, wenn man weiter südöstlich geht, Richtung München. Ja, was, also ich, Sie wissen es jederzeit, können Sie hier auch eingreifen in die Fragen. Aber ich, was mich eben immer fasziniert hat, dass ich dachte, Film ist in der Herstellung etwas sehr Hierarchisches. Das ist ein wenig schon auch noch bei Florian Rederer rausgekommen, auch bei allen Gewerken, die, die dort zuständig sind. Und dennoch hat jeder in seinem Bereich eine riesige Eigenverantwortung, oder? Ja, hat jeder. Jeder muss für alles gerade stehen, wenn was im Fernsehen kommt und da gibt es einen Pieps, gut, da gibt es technische Prüfungen, aber das Schrecklichste zum Beispiel für mich ist, wenn ich durch die technische Prüfung durchfalle vom ZDF und dann kommt es zurück und der Regisseur dreht durch. Da muss man sehr, sehr, sehr verantwortlich und sehr präzise, sehr perfekt strukturiert arbeiten können. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Ihnen, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie denken, so eigentlich schon ein getimed geschnittener Film ist Ihnen so das Liebste, wenn Sie anfangen zu arbeiten. Könnten Sie sich auch vorstellen, zu sagen, hier habe ich ein Drehbuch, mir fällt die Musik dazu ein? Ja, also ich habe vorhin natürlich, das gab es schon, also gab schon unfertige Filme ohne Bilder, einfach eine Beschreibung vom Regisseur. Bei uns sieht es gerade, bei uns, also der eine Film war so, bei uns ist Sandsturm, wir können nur einen Baum filmen, ich brauchte das nicht mal schicken. Leg mal los. Ja. Also gibt's, aber es ist sehr schön, auf Bild zu komponieren und dass die Musik das Bild heiratet, das laufende Bild, dass die also sich so gut ergänzen, das ist ganz toll und dann wenig dem Zufall überlassen. Wobei, also der Regisseur natürlich extrem dazu neigt, erst die Musik zu haben und darauf zu schneiden. Ja, weil die Musik irgendwie Rhythmus wird. Wobei, es gab aber auch noch eine Hollywood-Tradition, die alte Tradition des Filmemachens, da sind die Regisseure
eben so vorgegangen, gar keine Musik, überhaupt kein Sound, da wird jedes Bild geschnitten, jeder Frame angelegt und so lange geht das und nicht länger. Und dann kommt die große Herausforderung für mich, weil da ist kein Takt drin, da sind keine 120 Beats per Minute, die durchgehen wie der Uhrzeiger. Im Werbefilm ist es anders, weil auch schneller gearbeitet wird. Und in der Musikproduktion wird es jetzt auch umgestellt, weil ich viel, viel mehr Musik zur Auswahl habe, die ich einfach hinwerfen kann. Das gefällt mir schon, dann weiß der Regisseur, da schneide ich drauf und das geht dann schneller. Ist auch der Normalfall. Also bei jedem Tatort oder eben normalen Fernsehspiel ist es durchaus so, dass der Rohschnitt fertig ist, dann die Musik dazu komponiert oder dann gemischt wird. Der Regisseur und dieses Kino im Kopf zu starten. Frames passiert jetzt ganz. Vielleicht mal eine kleine Korrektur, wir sind keine Szenografen, sondern Szenenbildner, das ist ein kleiner Unterschied, weil Szenografie ist ein Fachbereich, der sich mehr mit Ausstellungswesen und so weiter beschäftigt. Also als Szenenbildner haben wir Vorlauf bei einem normalen Fernsehfilm oder Spielfilm von circa, naja, wenn es gut kommt, 6 Wochen, wenn es schlecht kommt, 3 Wochen. Und das ist natürlich dann schon wahnsinnig knapp. Ne? Ich hatte jetzt vor kurzem den leider nicht so ganz erfolgreichen Henri Carter gemacht, mit immerhin 72 Drehtagen und ich glaube 113 Motiven, die wir gehabt haben. Da war die Vorbereitungszeit, also die effektive Vorbereitungszeit von April bis ca. der erste Drehtag war, glaube ich, am 13. Oktober, oder am 12. Oktober. Und im Film selbst, wie viele Sekunden dauert es, bis ich das geschafft haben muss oder bis Sie mich erreicht haben, bis ich anfange? Das kann ich so schlecht beantworten, wie das bei Ihnen gelagert ist. Ich würde natürlich hoffen, es geht schnell. Ich habe ja nicht 30 Sekunden, oder? Wie lange dauert das? Ja, also bei der Werbung haben Sie da andere Sehrhythmen. Ja, das passiert ja auch dort subtil. Als schlecht empfundene Werbung ist oft gut, weil sie verkauft. Aber beim szenischen Film, ja, ist klar. Also die Passivspots sind nicht so, weil sie die Leute nichts Besseres können, sondern weil die halt getestet sind und verkaufen. Aber im szenischen Film ist es eigentlich klassischerweise die Aufgabe des ersten Akts. Der Film besteht aus 3 Akten, die ersten 15 Minuten, wo das Ziel definiert wird und man weiß, worum es geht, wer ist denn die Person, was passiert in dem Film. Und da entscheidet sich hopp oder top. Ein Film, der nach 20 Minuten nicht gefällt, wird sich schwerlich verbessern. Das kann auch alles viel schneller gehen. Ich erinnere nur an Hitchcock, Fenster zum Hof. Das ist die Eingangssequenz, das sind vielleicht, ich schätze mal so 2,5-3 Minuten, dass der ganze Film schon erzählt. Also das ist wirklich die Exposition, man weiß, was auf einen zukommt, man weiß, wo es spielt. In dem Fall ist es natürlich auch relativ einfach, weil es nur in diesem Hinterhof spielt. Aber trotz alledem, es ist das ganze emotionale Feld ist schon vorbereitet, natürlich auch mit Hilfe der Musik. Ja, in der Musik ist es ganz interessant, wir haben eigentlich bei jedem Instrument eine Art Ansatz, wie bei der Trompete. Wenn der Ansatz nicht stimmt und der passiert in Nanosekunden, dann ist es gelaufen. Hat einer einen schönen Ton, hören wir das in Millisekunden und wir haben der erste Eindruck passiert, ob wir jemanden erreichen und auf welchem Weg. Also in Millisekunden, das spiegelt sich zurzeit wieder im Audio-Branding. Wenn ich jetzt auf einmal ein Dadadadam höre und finde das schrecklich, dann finde ich das Produkt auch schrecklich. Das findet also in Millisekunden statt. Wie sehen Sie denn den, was Sie mit deutschen Filmen zu tun haben, wie sehen Sie das im internationalen Vergleich? Ich denke ja immer, wir haben eben in den einzelnen Gewerken und dazu bin ich jetzt auch der Veranstaltung heute Abend hier sehr dankbar, da wird es klar, wir haben in den einzelnen Gewerken eben ganz herausragende Leute und ich denke, wir haben eine wunderbare Ausbildung hier im Land. Gibt es genug Möglichkeiten oder muss man sich internationaler orientieren? Also bei uns, wenn es jetzt darauf abzieht, wo sind wir gut? Also nicht wir als Schokolade, sondern der Standort oder allgemein Deutschland, da glaube ich schon, dass die klassische gute Werbung kommt eigentlich aus Ländern wie England, wobei man einfach fairerweise sagen muss, Werbung ist kein Selbstzweck, Werbung muss verkaufen. England verkauft sich über Humor, Deutschland nicht, deswegen ist die deutsche Werbung im Schnitt nicht so lustig. Was wir hier können, sehr gut können, ist digitale Animation. Dafür ist Deutschland jetzt, glaube ich, renommiert, auch der Standort Stuttgart inzwischen. Also es ist auch ein kleines Cluster, wie man so schön sagt. Bestimmt auch so aus der Kanzlerin Filmakademie entstanden. Also
da muss man uns, glaube ich, international nicht verstecken, da passiert schon sehr viel. Und die Werbung hat auch in dem kreativen Bereich, also wenn man Festivals und so betrachtet, aufgeholt, auf jeden Fall. Also bei uns ist es natürlich schon so, es ist immer zu wenig. Also unsere Studenten, wenn sie dann ihr Diplom gemacht haben, kommt natürlich auch sehr häufig vor, dass sie dann Berlin oder München, München jetzt weniger, oder Hamburg, Köln gehen. Natürlich wären wir froh darüber, wenn mehr hier gemacht wird. Da hängt natürlich auch eine Förderung bzw. der Höhe der Förderung zusammen. Auf der anderen Seite sehen wir es natürlich auch nicht ganz gerne, dass Filme gefördert werden, wo dann Szenen aus Berlin kommen und die auch ihre Kollegen da mitbringen und dann hier bei uns Motivsuche machen. Das ist auch ein bisschen fragwürdig, aber egal. Es ist, natürlich würden wir gerne mehr hier machen. Das hat sich schon vieles getan, muss man sagen. Also das ist wirklich besser geworden, aber es reicht natürlich nicht aus, um an die Leute, so viele sind es ja gar nicht, 5 bis 6 Abgänger pro Jahr, aber um diese Leute zu beschäftigen einfach. Und der SWR, den muss man da nennen, der ist noch mit ein großer Auftraggeber, über freie Produktionsfirmen, die von ihm beauftragt werden. Das schon, also dürfte mehr sein. Also ich bin ganz ehrlich, mit Musik und Film, also Filmmusik, Dokumentarfilm und so weiter, würde ich nicht überleben können. Also ich verdiene mein Geld absolut in der Werbung und Standort Stuttgart-Schlafenland immer noch. Es hat hier sehr starke Firmen, von denen hier auch sehr viele Medienmenschen leben. Aber es wird auch noch immer härter, finde ich. Also es wird nicht besser, sondern eigentlich eher härter. Ja, aber das waren jetzt auch so die letzten 2 Jahre, glaube ich, die ja in der Werbung so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt haben, also die ja doch sehr hart waren. Aber Stuttgart ist trotzdem ein reicher Standort, ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Also, wenn man also vor allem nicht im Bereich Werbung, wobei man klassischerweise sagen muss, wir sind kein Medienstandort wie Hamburg oder Berlin. Also sprich, es gibt jetzt gerade ein Ranking in der WMV, die 30 größten Werbefilmproduktionen, da sind wir auf Platz 30. Die Plätze 1 bis 29 werden ausschließlich von den Städten Berlin, hauptsächlich Hamburg, noch ein bisschen was in München, Düsseldorf und Köln belegt, wo klassischerweise die Werbeagenturen herkommen. Aber es ist trotzdem hier ein reicher Standort und wenn man eine Nische hat, dann kann man hier sehr gut überleben. Also wie gesagt, wir haben es ja mal im Spielfilm probiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist sehr schwer. Wobei die Werbung nicht einfach ist, also es ist eine Hilfestellung, definitiv. Wobei sich da dann auch wieder der Kreis schließt, weil ich denke, der deutsche Spielfilm leidet unter anderem auch an der also zu wenig vorhandenen Werbung für denselben. Also das heißt, ja, wenn man das Werbeaufkommen sieht, was auf einen amerikanischen Film ausgegeben wird, dann sind das ganz andere Budgets und sind von vornherein so angeplant. Ja. Auf der anderen Seite hat der hiesige Kunde Vertrauen zum hiesigen Werbefilm. Nee, also pauschal würde ich es nicht sagen. Also es kommt keiner zu uns, nur weil wir hier sind. Aber wir haben natürlich jetzt schon, also dieses Persönliche spielt eine große Rolle. Das heißt, wenn wir Kunden haben hier vor Ort, die wissen das zu schätzen. Aber letztlich ist es auch wurscht, weil im Vordergrund steht die Arbeit und unsere Arbeit definiert sich über Referenzen. Das heißt, hast du so einen Job schon 10-mal gemacht, dann machst du den zum 11. Mal. Und in Stuttgart gibt es wenig, ich habe das gerade aufgezählt, also ohne uns jetzt zu sehr loben zu wollen, aber wir haben uns jetzt die letzten 10 Jahre hochgearbeitet, sind jetzt langsam in einer Position, wo wir da hinkommen. Aber der Weg dahin war sehr hart und der Schwabe ist sehr weltoffen, besonders was seine Lieferanten betrifft. Ja. Also es ist, wir können alles aus dem Hochdeutsch, gab es ja große politische Diskussionen, die Werbe kommt aus Berlin. Ja. Also von der Berliner Werbe eigentlich, ich finde es gut, die darf nicht aus Stuttgart kommen, nur weil, also der Beste muss es machen. Ja, und in der Position finden wir uns auch, aber es ist ein menschliches Geschäft, also hier sitzen ja auch 2, 3, mit denen wir zusammenarbeiten und es geht nicht über den persönlichen Kontakt und wenn man den ersten Schritt mal gemacht hat, dann haben die Leute auch das Vertrauen, dass wir es genauso gut können wie in Hamburg und dann hat man den Vorteil, dass man vor Ort sitzt. Ja. Und bei Ihnen, Herr Platten, da ist es doch auch so, wenn ich die Filmografie mir anschaue, es gibt da schon auch gewachsene Beziehungen zu den Regisseuren, die oft auch die Autoren sind. Sind Sie sehr früh dann eingebunden? Ja, das gibt es natürlich schon. Solche Arbeitsgemeinschaften machen ja auch Sinn. Man fängt nicht immer wieder bei Null an, sondern man hat sich schon mal so auf einem gemeinsamen Level begeben und weiß, wie der andere tickt. Und das ist ja auch aus zeitökonomischen Gründen immer sehr sinnvoll.
solche Arbeitsgemeinschaften halten dann eine Zeit lang. Man muss auch aufpassen, dass es nicht zu lange ist, weil dann schleicht sich wieder eine Routine ein. Man denkt, ich weiß schon, also das Motiv brauche ich jetzt gar nicht anzubieten, das nimmt er eh nicht. Und man setzt dann schon die Schere im Kopf auch an und das ist dann wieder gefährlich. Andererseits. Also einerseits sicherlich positiv zu bewerten, wenn man so Beziehungen hat und diese Beziehungen dann auch ausleben kann sozusagen. Also wenn man gemeinsam an einer Aufgabe arbeitet und man wirklich das Gefühl hat, wir sind auf einer Wellenlänge, das ist sicherlich gut. Alles andere muss man sich, wie gesagt, dann erst wieder erarbeiten, wenn ein neuer Regisseur, ein neuer Kameramann, darf man ja auch nicht vergessen, unser Feindbild Nummer 1 in Anführungszeichen und nicht der Regisseur. Ganz einfach deshalb, weil wir bauen schöne Dinge und dann kommt ein Kameramann daher und sagt, das sehe ich überhaupt nicht. Ich dann dahin. Ne? Oder dann gibt es auch dieses berühmte Stichwort vom Wegleuchten, das heißt, da ist hinten die Ecke, da haben wir uns noch so Mühe gegeben, dann haben wir noch hier einen Fries gemacht und unten noch so einen kleinen Farbabsatz gemacht und so und jetzt hinten, das verschwindet dann alles im Dunkeln, da kommt kein Scheinwerfer mehr hin. Und ja, solche Dinge gibt es. Ne? Also wir machen Farbkonzepte, habe ich auch selber schon erlebt, Farbkonzepte und denken uns Dinge aus und versuchen den, wie ich vorhin schon sagte, so spezielle Atmosphären zu schaffen. Und ich bin einmal dann auch fast vom Stuhl gefallen, als ich einen Film, den ich gemacht hatte, es war auch eine Auftragsproduktion für den Film. Und wir hatten uns für, das war so ein Clubtreff und hatten uns überlegt mit der Farbigkeit, dass wir das möglichst licht halten, so also einen hellen Blau und so weiter. Und ich hatte dann, wir sind ja in der Nachbearbeitung der Szene, bin ich nicht eingebunden. Ich habe dann einen Film erst gesehen, als er gesendet wurde. Ich gedacht, den Raum kenne ich nicht. Ich weiß nicht, also habe ich nicht gemacht. Es war sowas von andersfarbig, von dunkel, dass man wirklich von diesem Raum nichts mehr erkannt hat. Und das finde ich halt auch immer schade. Also auch da sind solche Arbeitsgemeinschaften natürlich sinnvoll. Man weiß dann schon, wo man dann doch etwas nachlässiger sein kann, weil man es eh nicht sieht oder wo man dann doch mehr, sagen wir mal, mehr ins Detail gehen muss. Ist es eigentlich schwieriger für diese, sag ich mal, hybriden Welten, die jetzt dort geschaffen werden im Film, Musiken zu machen oder ist das gleich? Völlig egal. Das sind alles, es sind sowieso alles Fantasiewelten und da zählen auch nur die Idee und dann die Melodie, die dann sich durchsetzt. Also virtuelle Welten sind auch sehr schön, weil da kann man sich noch mehr ausleben. Also die Dramaturgie ist, bleibt die gleiche letztlich. Also auch bei Avatar, klassische Dreiakt-Dramaturgie. Die Erzählweise ist eine andere, aber letztlich. Also nur die Mittel sind anders, aber die Geschichte ist die gleiche. Also ich denke auch, dass wir um die Geschichten Gott sei Dank nicht herumkommen und dass wir deshalb quasi immer noch bei den alten Griechen anfangen können und die Beispiele herbeiholen. Und sie kommen ja auch immer wieder im neuen Gewand. ich gucke mal in den Raum. Wie ist eigentlich die Ausbildungssituation? Das sind noch Fragen so. Großer Rand und die Qualität am Ende, also alle wollen es machen, aber haben sie wirklich das Durchhaltevermögen, also weil es ja nicht viel Konzentration tut hat, technisches Einfühlen, Sprache, Deutsch, Englisch und so weiter. Ja, also das ist weniger die Frage des Durchhaltevermögens, sondern des Marktes. Ja. Also es werden schon mehr Regisseure ausgebildet, als Regisseure auch arbeiten. Viele von meinen Ex-Kommilitonen oder, also ich selber habe BWL studiert und war dann nochmal kurz an der Filmakademie, aber habe halt sehr viel Kontakt zu Absolventen und ist schon relativ demotivierend, die Quote, die da durchkommt. Also es darin extrem in dem Job. Aber das ist natürlich auch wirklich, sag ich mal, der Vorteil des föderalen Systems kann auch zu seinem eigenen Fallstrick werden. Also wir haben natürlich durch diese Situation in Deutschland, eben an verschiedensten Standorten quasi konkurrierende Filmschulen. Wenn Sie an Frankreich denken, was wirklich noch immer das größte Filmland Europas ist, wir haben halt eine Fémis in Paris und wer es da nicht geschafft hat, der kann auch ganz bescheiden nach Hause gehen und die nehmen halt im Jahr
40 Leute an und das ist es, ja. Und da ist alleine der Output aus Ludwigsburg schon viel größer und dann über zwei Filmschulen und eine wichtige in Köln, eine wichtige in München. Und das wird dann schon hart. Deshalb meinte ich das mit dem Lokführer und wir wollen zum Film. Aber es ist schwierig. Also das wird auch, wie soll ich sagen, verständlicherweise bei den Schulen nicht so wirklich nachverfolgt, was aus ihren Alumnis geworden ist, weil sonst möglicherweise auch die finanzielle Motivation bei der Politik langsam wegfallen würde. Aber also das sehe ich auch als ein Hauptproblem. Auf der anderen Seite denke ich eben, ist in ganz vielen Bereichen immer mehr Bedarf an wirklich hervorragend ausgebildeten Leute in der digitalen Postproduktion, ja, und in diesem CGI. Und da, wie gesagt, haben wir dann auch für uns als Filmförderung beschlossen und machen es auch so, weil wir denken, man kann in Stuttgart vieles und vieles schön und es ist ein schöner Standort, aber den Prenzlauer Berg und die einschlägigen Cafés, wo viele Leute denken, nur da kann man Ideen haben, das können wir hier nicht so ersetzen. Also die Leute, die eher so quasi die Salonkultur brauchen, um kreativ zu sein. Aber wir können eben hier ganz hervorragende Arbeitsmöglichkeiten bieten für Leute in diesem Bereich, die halt eher mit ihrem Rechner verheiratet sind als mit der Latte Macchiato. Und da passiert ganz viel und es gibt es inzwischen, was weiß ich, zum Beispiel in der Ostendstraße, ein richtig wunderbares ehemaliges Möbelhaus, wo ganz viele kreative Leute in diesem Gebiet arbeiten und das wächst und das macht Spaß. Mich würde das interessieren, wie ich als Avatar ausgegangen bin, habe ich gedacht, oh Gott, was kommt da in Zukunft auf uns zu, weil scheinbar alles möglich ist. Sehen Sie das bei Ihren Spezialgebieten ohne Frage als tolle Chance oder auch als so eine Art Mechanismus, dass plötzlich wirklich Beliebigkeit reinkommt? Oder vielleicht sieht der Mensch dann einfach letztendlich wieder der Maßstab? Also einfach was dann digital schön und möglich ist oder Nee. Naja, das muss man, glaube ich, auch von zwei Seiten aus betrachten. Zum einen, durch die neuen Techniken können natürlich auch neue Geschichten erzählt werden. Das sieht man bei Avatar, die wäre so vor 20 Jahren eben nicht möglich gewesen, auf diese Art zu erzählen. Also das schafft schon wieder einen Freiraum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, 3D ist ja nun auch wieder nichts Neues, das gab es schon mal in den 50er Jahren mit rot-grünen Brillen und so weiter und ist dann auch wieder sanft entschlummert. Also ich bin skeptisch. Man kann, glaube ich, die Meinung vertreten, dass es hilfreich ist, dass es weiterführt, aber ob das jetzt eine Modeerscheinung ist, weiß ich nicht genau. Ich fürchte eher ja. Also ich glaube, die Stereoskopie, die setzt sich durch, weil letztes Jahr stehen die Dinger in jedem Wohnzimmer, also in 3D. Und das macht das Erlebnis schon nochmal intensiver. Aber wie gesagt, das Erzählen einer Geschichte ändert sich nicht. Es sind nur die Bildwelten, die vielleicht imposanter werden. Aber es wird deswegen trotzdem auch das Kammerspiel und eine Liebesgeschichte geben. Nur die Mittel, die wir halt haben. Also als Citizen Kane gedreht wurde, da waren alle total überrascht von den Kamerafahrten, die dann möglich waren. Heute ist es gang und gäbe so. Und in 50 Jahren werden wir wieder andere Änderungen in unserem Business haben. Aber die Stories, die Geschichten, gehen, so doof sich das anhört, alle auf das griechische Drama zurück. Und da wird sich voraussichtlich hoffentlich nichts ändern. Ja. Aber es ist schon für einen Regisseur ist es faszinierend, dass du halt alles machen kannst. Jedes Bild, das du. Aber noch nicht mal die du dir nicht ausdenkst. Ja, so wäre möglich. Das stimmt toll. Griechisches Drama, aber auch nicht heute Abend. Nein. Ich wollte gerade nochmal zu dem Stilelement, die Schärfeverlagerung im Film. Also im Spielfilm wird das ja stark genutzt, um den Betrachter da zu führen. Das ist jetzt mit dem 3D natürlich so gar nicht mehr vergleichbar. Also. Also das ist ein technisches Thema, also diesen sogenannten Focus Pool, menschliche Wahrnehmung des Auges, Vordergrund scharf, Hintergrund unscharf, das macht einen Film aus, wenn ich die Schärfe nach hinten verlagere, zieht es die Blicke. Aber das gibt es in stereoskopischen Filmen schon auch noch. Aber man setzt es nicht mehr so ganz extrem ein. Ja. Das ist eine technische Limitierung auch. Bei der Stereoskopie ist es eh so, dass Sie im Bildvordergrund aufpassen müssen, dass nichts zu nah vor der Kamera rummacht und so, weil sonst
das Auge so ein bisschen irritiert wird. Aber das sind, glaube ich, Kinderkrankheiten, die erzählen von minimal. Das war ja auch eine ganze Zeit lang bei den elektronischen Kameras das Problem, dass die Chips relativ klein waren, Vordergrund und Hintergrund gleichzeitig alles total scharf gezeigt haben. Und das wollte man nicht haben. Und da ist man jetzt gerade alle ist da vorangeprescht. Und es gibt jetzt durchaus Möglichkeiten, da auch solche unscharfe Verlagerungen eben zu haben oder unschärfen, nicht mal Verlagerungen, unschärfen im Bild zu haben, die früher so auch nicht möglich waren. Das geht jetzt und ist machbar mit neuen Optiken und neuen Gerätschaften. Also was ich für mich hier mitnehme, ist, dass Sie alle drei überhaupt nicht aufhören werden, sich selber auch in Ihrem Beruf weiterzuentwickeln und weiter voranzugehen. Und das finde ich natürlich auch eine aufregende Perspektive, wenn man nicht immer quasi in einem gefahrenen Trott weitermacht. Ich hoffe, Ihnen allen hat die Diskussion und das hier Gehörte und Gezeigte so viel Spaß gemacht wie mir. Dann hatten Sie einen schönen Abend bisher und ich hoffe, dass Sie auch weiterhin einen schönen und aufregenden Abend haben werden. Ja.